7:30 in der Früh. Ein herrlicher Tag bricht an. Talnebel bedecken noch Teile des Allgäuer Vorlandes. Langsam erwacht das Leben vor der Hütte. Die Geröllflanke unter dem östlichen Schafalpenkopf ist in ein warmes Licht getaucht. Vor der Hütte herrscht jetzt Aufbruchstimmung. Auch unsere Freunde vom Abend sind schon wieder auf Nahrungssuche und ziehen gegen die Hütte aufwärts. Wir steigen zuerst hinab zur Kügund-Alpe und wandern dann auf dem Krumbacher Höhenweg hoch über dem Rappenalptal zur Mindelheimer Hütte. Unterwegs entdecken wir seltene Schneehühner. Im schattigen Hang ist es noch ziemlich kalt. Jetzt auf der anderen Seite der Scharte wärmen die Sonnenstrahlen die klammen Finger. Unser Weg führt nun links den Hang hinab zum Krumbacher Höhenweg. Rechter Hand durch einen Felsspalt ist nochmals die Fidere-Passhütte zu sehen. Vor der Hütte ist jetzt richtig was los. Weit über dem Kleinwalsertal kommt der unverwechselbare Hohe Ifen ins Bild. Unterhalb des östlichen Schafalpenkopfes zieht ein großes Rudel Gämsen bergauf. Ständig sichernd ziehen sie über den Bergrücken und sind nachher in den Hängen zwischen dem östlichen und mittleren Schafalpenkopf wieder zu sehen. Weit hinten ragt die markante Trettachspitze hervor. Unter dieser wirst du in 2 Tagen im Waltenberger Haus zu Gast sein. Doch zunächst siehst du schon die Mindelheimer Hütte, auf der du die kommende Nacht verbringen wirst mit den Wirtsleuten Senta und Jochen Kropinski. Auf der anderen Talseite zeigt sich die Enzianhütte, die übermorgen gestreift wird.